So, das Beste kommt hoffentlich zum Schluss. Jetzt machen wir den Dennis Reinhold, das ist mein Teamkollege und unser Olympathlet. Gucken wir mal, ob er schon ausgeschlafen hat oder ob er noch da ist. Hallihallo, Body Extreme. Herr Reinhold, Zimmer Patrouille. Ja, die Dame kenne ich natürlich. Ach, da versteckt sich auch meine Frau. Die Heidi ist auch hier bei euch. Dann weiß ich auch, wo die Heidi ist. Und solltest du nicht auf dem Bett liegen? Gleich. Und da haben wir den Hauptakteur, unseren Olympathleten, den Dennis. Dennis, wie fühlst du dich? Wie geht's dir, Digga? Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, du kommst alleine rein. Und schon will ich mal drüber schauen. Weil ich weiß ja, mit Interviews bin ich ein bisschen immer komisch, aber ich glaube, das ist okay, wenn du dabei bist. Deshalb ist das auch live und echt. Ich habe dem Dennis natürlich absichtlich vorher nichts gesagt, sonst hätte er sich nämlich nur verrückt gemacht. Und wir wollen ja nicht, dass der einen Kopf schiebt. Und das soll ja auch authentisch sein. Und deshalb schauen wir einfach mal hier im Zimmer rum, dass ihr draußen seht, wie das hier so bei den Athleten aussieht. Auch die Schwergewichtler kochen nur mit Wasser. Das ist für mich Brennnesseltee und ja, ich kann es euch mal ein bisschen zeigen. Wie viel hast du getrunken von Brennnesseltee? Also jetzt habe ich noch 2-3 Liter getrunken. Ich habe jetzt noch 1 Liter offen bis 12. So mit meinem Trainer abgesprungen. Ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Wegen Waage und alles war heute ein bisschen nicht so einfach wie sonst. Ja, für meine Freundin, da hat sie für mich meine beiden Lieblingsgetränke gekauft, Dr. Pepper Zero, für nach dem Wettkampf natürlich alles. Und ja, Standard Hähnchen mit Spargel, hier ist der Reis. Einen halben Kuchen hat es zum Laden gegeben, weil es den ganzen Tag nichts zum Laden gegeben hat. Aber ich glaube, das sitzt alles jetzt ganz da, wo es sitzen soll. Wenn man 4,5 Tage entlädt, dann geht es. Dann kann man sich das mal erlauben, wenn man weiß, dass das eigentlich einigermaßen funktioniert. Könnt ihr euch das vorstellen da draußen? 4,5 Tage für so einen Brocken ohne Kohlenhydrate. Der hat gelitten. Der hatte wohin bei der Waage, wie ich mit ihm bei der Waage war, einen Tunnelblick. Der hat geschwitzt, der war fertig. Also wir sind hierher gefahren. Ich habe heute 2-3 Mal gebadet. Heiß nochmal, um das echt alles Wasser rauszukriegen, weil ich die trockenste Form zu präsentieren, die ich haben kann. Ja, mein Trainer war heute Morgen auch sehr zufrieden. Na, der Horst auch mal hingeguckt und gesagt, was hast du dir die letzten Wochen da angetan? Alter. Viele, viele lieben Grüße an Paul. Paul, wir waren lange Konkurrenten und ich bin nur das, was ich bin, weil ich jemals in meinem Leben solche tolle Konkurrenten hatte wie ein Paul. Weil eins kann ich euch allen sagen, man wächst an der Konkurrenz und ich wäre nie in meinem Leben Weltmeister geworden, wenn ich mich mit so Leuten wie dem Paul auf Meisterschaften wie auf der Deutschen hätte prügeln müssen. Und also verbal auf Meisterschaften, also nicht prügeln im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt auf der Bühne als Gegner, und das war immer eine riesen Herausforderung, weil der Paul einfach Weltklasse ist und jetzt bringt der Paul auch noch solche tollen Athleten und wir haben den riesen Vorteil, dass wir solche tollen Athleten natürlich auch bei Olymp haben dürfen. Und Paul, Respekt von meiner Seite und Hochachtung, Hut ab dafür, dass du so einen tollen Job gemacht hast. Der Junge ist echt klasse und da unterstütze ich natürlich als Mentaltrainer gerne. Ja. Und ja, jetzt drücken wir halt die Daumen. Wir waren auch schon bei deiner, sagen wir mal, Konkurrenz, bei dem Alex, ja, der ja im Grunde genommen gar keine Konkurrenz ist. Wir seid ihr Freunde? Ja, also wie schon gesagt, da kann ich auch knallhart ehrlich reden. Also wir verstehen uns seit Anfang der Vorbereitung gut. Wir haben schon letztes Jahr Kontakt gehabt. Wir haben uns unterstützt. Ich habe ihm Hilfe gegeben bei seinem Beintraining. Er hat mir gesagt, oh, werd bloß nicht krank auf der FIBU, dass du deine Form bringst auf der Deutschen. Der hat nämlich richtig arbeiten müssen am Olympstand und hat auch einen tollen Job gemacht bei Olymp. Das war auch nicht ganz einfach auf der Diät zum ersten Mal. Und ja, wir sind ja auch keine Boxer. Wir sind echt so... Ich kann sagen, Kumpels, wir verstehen uns so super. Wir haben gesagt, der Bessere gewinnt am Tag X mit seiner Form, wird die vielleicht die Tagesform entscheiden, der Geschmack oder wir wissen es nicht. Wir werden unsere beste Form bringen und gut ist, und danach wird zusammen gegessen. Hundertprozentig. Das weiß der Alex, hat genau dasselbe. Das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Das merkt man halt, dass es wirklich authentisch ist und dass ihr euch nicht abgesprochen habt, weil wir waren vorhin beim Alex und der Alex sagte bei dich genau das Gleiche. Und ihr seid wirklich Kumpels und das finde ich absolut hammerstark. Und das war damals beim Paul und bei mir genauso. Wir haben damals zusammen bei Olymp am Stand 2012 unseren Job gemacht.
Und ich habe noch auf der FIBO zum Paul gesagt, wie wir von der FIBO nach Hause gefahren sind, Heidi, du warst dabei damals in der Tiefgarage, sage ich, Paul, gib Vollgas, ich werde alles geben, um dich auf der Deutschen zu schlagen. Und der Paul hat Vollgas gegeben, ich habe Vollgas gegeben und einmal ist es halt so ausgegangen, dass ich gewonnen habe und einmal ist es so ausgegangen, dass der Paul gewonnen hat. Und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, weil das einfach nur gerecht ist. Ja. Und dementsprechend, jetzt ist es halt so, au, da steht der gute Olymp Brettweiler für morgen. Kurz bevor es auf die Bühne geht. Könnte ich auch gut sein, aber auch hier von Olymp meine ganzen Utensilien drin, wenn man das so sagen kann. Da gibt es nochmal L-Arginin vielleicht vorm Training oder so. Magnesium habe ich alles dabei, Multivitamine, wie mal so lebt als Nur. Nimmst du den Booster, bevor es rausgeht, oder weißt du nicht? Ich denke nicht. Mir langt, also mit den Kohlenhydraten, was ich jetzt drin habe, ich bin ein Mensch, der kriegt echt schnell Volumen. Wenn ich da ein bisschen was trinke, mich ordentlich warm mache, dann... Ich sag's euch ganz ehrlich, ich mache ja so ein bisschen den Mentaltrainer beim Dennis und ich möchte eigentlich, dass er nicht nimmt und damit bin ich halt vielleicht sogar der ehrlichste Olympverkäufer überhaupt auf der ganzen Welt, weil ich lieber möchte, dass der Dennis morgen sehr kontrolliert und ja, genau, ein bisschen ruhiger ist wie sonst, einfach nur als Erster in die Posen reingeht, als Letzter raus, die Posen hält und dementsprechend halt einfach souverän das abruft und dementsprechend auch nicht zu hippelig ist und in Wirklichkeit den Rettweiler zu Hause lässt, weil auf der Bühne einfach die Souveränität zählt. Genau so sehe ich das auch. Und jetzt fragst du, was das ist, gell? Jetzt pass auf, jetzt erzähl ich dir mal was. Es gibt Athleten wie der Horst oder auch wie der Alex, die haben nie Probleme mit der Haut, die rasieren sich und alles ist super toll. Und dann gibt es Menschen wie mich, die rasieren sich, kriegen Ausschläge, wenn sie schwitzen, die kriegen Rasierpickel, da sehen sie aus wie ein Wildschwein, wo durch den Wald gelaufen ist. Und deswegen muss man nach der Rasur bei mir Babypuder auf gewisse Stellen machen, damit sich die Haut beruhigt, weil es dann nicht so toll aussieht, wenn die Farbe drauf kommt. So, das ist das auf gewisse Stellen, deswegen, also ich bin da brutal empfindlich. Ich habe schon immer Probleme mit der Haut gehabt. Ich habe als kleines Kind schlimme Akne gehabt auch und so. Also ja, muss halt sein. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, die Heidi kennt das Problem. Die braucht das Babypuder auch immer, wenn sie... Ja, ich wollte sagen, die Heidi kennt das Problem, wenn ich mit 125 Kilo fertig bin mit ihr, dann brauchst du hinterher auch Babypuder, aber wir weichen jetzt ab hier und wir beenden das jetzt hier. Wir sagen jetzt lieber mal eins, wir machen es jetzt ganz spannend, das ist spät am Abend, der Dennis muss schlafen und er muss morgen früh fit sein. Wir machen das Beste zum Schluss und jetzt gibt's Fleisch. Fleisch, Masse, Beef. Dennis, zieh dich aus. Jetzt machen wir mal richtig Licht hier. Ja, hier vorne ist normal immer am besten. Wenn du hier reinkommst in der Oder wenn dein Spiegel. Nee, geh mal da rein. Okay. Die Lampe vielleicht nochmal. Ist da vorne eine Steckdose irgendwo? Ja. Na, ja, das ist okay schon. Also, das passt. Warte mal. Warte. Ja, da ist jemand in Form. Carsten, warte mal. Das noch anders. Oh, der Horst räumt das Hotelzimmer um. Eieieiei. Jetzt haben wir richtig Licht. Ja. Geh mal einen Schritt zurück, Digga. Ja, ich. Carsten, wie schaut's aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das werdet ihr auf dem Video nicht so sehen. Also die Schulterbreite, das ist einfach nur gewaltig. Die Schulterbreite ist wirklich nur gewaltig. Teil hier ist schön schmal. Fantastische V-Form, Oberschenkel ist auch schon quer gestreift. Da wird auch bis morgen noch ein bisschen was passieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ein bisschen so zum Licht, ja.